Angela Merkel sieht keine Gefahr. Klar ist, der Name Freihandelsabkommen ist irreführend. Denn es geht längst nicht mehr um Zölle, sondern um viel mehr als das. Es geht um die Macht über Regularien und Standards. Wer garantiert, dass man sich dabei nicht nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt und damit nur niedrige Standards erreicht? Tatsächlich ist uns das EU-interne Verhandlungsdokument zur regulatorischen Kooperation zugespielt worden. Wir haben das Dokument nochmal bekommen, also zweimal das gleiche Dokument aus unterschiedlichen Quellen. Damit war für uns relativ klar, es ist echt. Es ist vielleicht tatsächlich das gefährlichste Kapitel im TTIP, das Kapitel zur regulatorischen Kooperation. Es klingt harmlos, wie eine Vereinbarung zwischen Partnern. Es geht tatsächlich um eine Unterwanderung von Demokratie. Gesetzgebungs- und Regulierungsprozesse sollen nämlich einerseits den Parlamenten weggenommen werden, wenn man so will. Also vieles soll im vorparlamentarischen Raum ausgeklüngelt werden zwischen Behörden und Lobbyisten. Und diesen Lobbyisten, die de facto von Unternehmensseite kommen werden überwiegend, werden eben sehr weitreichende Möglichkeiten gegeben, auf Gesetzgebungs- und Regulierungsverfahren sehr früh Einfluss zu nehmen. Das wird bedeuten, das muss man im ganzen Zusammenhang sehen, wenn wir das Abkommen mal abgeschlossen haben, dann laufen alle weiteren Verhandlungen sozusagen dann nur noch, wenn wir Verbraucherstandards erhöhen wollen, geht das im Grunde genommen nur noch mit der Gegenseite. Und Standards werden dann in Zukunft sozusagen schon ein gutes Stück vorher mit der Industrie abgesprochen, weil man ja alles miteinander harmonisiert. Was also geschieht mit Standards, die vielleicht neu definiert werden müssen? Weil es neue Erkenntnisse gibt. Es gibt einen solchen Fall. Die Chemikalie Bisphenol A, kurz BPA. Sie ist umstritten, aber ihr Einsatz immer noch erlaubt. In den USA und in der EU. BPA steckt überall, vor allem in Plastik und damit in allen abgepackten Waren. Die EU verbietet seit 2011 vorsorglich den Einsatz von BPA in Babyflaschen und Schnullern. Aber 80% der im Supermarkt verfügbaren Lebensmittel kommen mit Plastik und damit mit BPA in Kontakt. BPA kann in die Nahrung gelangen, aus Konservendosen zum Beispiel oder Verpackungsmaterial von Lebensmitteln. Wir können BPA über die Haut aufnehmen, indem wir zum Beispiel bestimmtes Thermopapier, also Kassenzettel oder CDs, DVDs anfassen. Es ist in Studien festgestellt worden, dass in industrialisierten Ländern ca. 90% der Bevölkerung mit BPA chronisch belastet sind. Das heißt, man kann dort BPA vor allem im Urin konstant nachweisen. Wissenschaftler an der Universität Bonn haben den Stoff weiter untersucht. Bislang war belegt, dass BPA ab einer gewissen Dosis gesundheitsschädlich sein und zu Störungen im Erbgut führen kann. Aber immer galt, die Dosis macht das Gift. Deshalb wurde der Stoff nie verboten. Doch es gibt neue Erkenntnisse. BPA ist eine fettlösliche Substanz. Es ist im Blut chronisch vorhanden und es ist in den Geweben, Körpergeweben chronisch vorhanden. Sodass also nicht davon auszugehen ist, dass BPA in den Körper gelangt und dann sofort wieder metabolisiert und ausgeschieden wird, sondern dass es offensichtlich eine höhere Verweildauer im Körper besitzen muss. An der Universität Bonn hat man BPA weiter untersucht. Dafür wurden Zellkulturen von Mäuseherzen hergestellt. Das Forscherteam konnte durch Experimente an Gewebeproben nachweisen, dass BPA wichtige Funktionen in der Zellmembran blockiert. Im Bonner Versuchsaufbau hemmt BPA die Kontraktion der Herzmuskelzellen. Noch sind es experimentelle Erkenntnisse aus dem Labor. Wir wissen heute zum jetzigen Zeitpunkt sehr viel mehr über die komplexen und sehr weitreichenden Wirkungen von BPA. Und diese Ergebnisse haben offensichtlich noch nicht Eingang in die aktuellen Risikobewertungen gefunden. Vielleicht müssten schon bald bestimmte Standards im Umgang mit BPA neu definiert werden,
Aber wie würde darüber entschieden, wenn sich Europa und die USA im Zuge der regulatorischen Kooperation auf eine Neubewertung einigen müssten? Die wissenschaftliche Seite und viele Studien haben gezeigt, man muss sehr wohl sehr vorsichtig sein. Und es muss Einschränkungen und wird Einschränkungen von europäischer Seite geben bei der Verwendung. Das ist auch ein lange überfälliger Schritt. Aber da sieht man mal in diesem konkreten Beispiel, da hat es einen langen demokratischen Prozess gegeben. Wir haben im Europäischen Parlament sehr oft drüber geredet. Die Zivilgesellschaft hat sehr starken Druck gemacht. Und wir europäische Seite wird dann was ändern in der Gesetzgebung. Das wäre gänzlich unmöglich, wenn das jetzt im Einvernehmen mit den USA stattfinden müsste. Selbst wenn es der EU gelänge, eigene Standards und Regularien zu behalten, würde sie diese gegen die amerikanische Industrie verteidigen können? Im TTIP-Abkommen sind weitere Klauseln versteckt, die das untergraben könnten. Denn in dem Abkommen wird auch über eine neue Form des Klagerechts verhandelt. Es soll Konzernen die Möglichkeit bieten, Staaten zu verklagen, wenn unterschiedliche Standards und Gesetze Investitionen gefährden. Vertraglich abgesicherter Investorenschutz. Es hört sich fair an. Investoren sollen ein Forum bekommen, um Vorschriften anzufechten, die ihre Investitionen schädigen. Die möglichen Folgen sind ohne Präzedenzfall im Völkerrecht. Private Firmen können Staaten verklagen, wenn sie befürchten, dass bestimmte Gesetze ihre erwarteten Gewinne gefährden, nicht ihre tatsächlichen Profite, sondern wenn sie glauben, dass eine Gesetzesänderung ihre Gewinnprognose gefährden könnte. Das hat mit einem ordentlichen Verfahren nichts zu tun, weder hier noch in der EU. Diese Klagen werden vor internationalen Schiedsgerichten geführt, mit Sitz unter anderem bei der Weltbank in Washington. Allerdings gelten hier keine demokratischen Regeln. Diese Gerichte sind nicht vom Staat organisiert, sondern werden privat bestellt. Das Recht, das hier gesprochen wird, kann nicht angefochten werden. Mittlerweile laufen weltweit 500 solcher Verfahren. Es geht um Schadenersatzklagen in Milliardenhöhe. Der Zigarettenkonzern Philip Morris verklagt gerade die australische Regierung, weil auf den Schachteln die Gefahren des Rauchens hervorgehoben werden sollen. Das Unternehmen fürchtet, dies könne seinen Gewinn schmälern. Jetzt kann der Konzern in diesem Fall über seine Vertretung in Hongkong außerhalb des bestehenden Rechtsrahmens die Regierung von Australien auf zig Millionen Dollar Schadenersatz verklagen. Das ist ein ziemlicher Dämpfer für das Gemeinwohl. Und ein Weg für Unternehmen, dies mit Hilfe privater Schiedsgerichte zu umgehen, die der Öffentlichkeit nicht verantwortlich sind. Der Politikwissenschaftler Todd Tucker hat das Wesen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit untersucht und dabei eklatante Missstände ans Tageslicht gebracht. Tucker analysierte dabei exemplarisch den Fall eines Hüttenwerks in Peru. Hier werden verschiedene Metalle gefördert und verarbeitet. Das Werk gehört dem amerikanischen Konzern Ranco. Dies ist einer der 10 meistverschmutzten Orte der Welt, gleichrangig mit Tschernobyl und anderen. 99% der Kinder dort leiden an Bleivergiftung. Das Unternehmen hat dies zu einem großen Teil zu verantworten und erklärte sich bereit, die Anlage zu renovieren und sie umweltfreundlicher zu gestalten. Die peruanische Regierung forderte Ranco zweimal auf, den gesetzlichen Auflagen nachzukommen und bestimmte Stellen zu dekontaminieren. Ranco unternahm aber nichts, sondern nutzte stattdessen das Handelsabkommen zwischen den USA und Peru. Darin enthalten eine Klausel für Investorenschutz. Das Unternehmen fürchtet, dass die Umweltmaßnahmen seine Gewinne schmälern könnten, und macht jetzt die Regierung dafür verantwortlich. Wir sehen in dem Fall von Ranco, dass das Unternehmen es versäumt hat, seinen Pflichten nachzukommen
und die Schuld jetzt auf die peruanische Regierung schiebt. Das ist eine komplette Verdrehung. Jetzt setzt sich das Unternehmen über die Köpfe der Regierung und der Gemeinde hinweg und nutzt internationale Schiedsgerichte, um Geld von der Regierung zu verlangen. Renko fordert 800 Millionen Dollar Schadenersatz von Peru. Unternehmen haben jetzt neue Rechte, mit denen sie Umweltpolitik anfechten können. Jedes Mal, wenn Regierungen jetzt ein Umweltschutzgesetz erlassen wollen, müssen sie darüber nachdenken, ob sie sich auf Schadenersatzklagen in Millionen- oder gar Milliardenhöhe einlassen wollen. Dies könnte sie entmutigen, in Zukunft für den Umweltschutz zu handeln. Die EU hat entschieden, die Verhandlungen über Investorenschutz bis zu den Europawahlen auszusetzen. Nur ein Schachzug? Um bis dahin die Kritiker stillzuhalten? Was immer daraus wird, Martin Häusling fürchtet, dass die EU Zugeständnisse in anderen Bereichen machen muss. Auch Gentechnik könnte in den Verhandlungen ein Thema sein. Bislang eine Bastion in der EU. Nur eine einzige gentechnisch veränderte Pflanze durfte bislang in Europa angebaut werden. Eine zweite Nutzpflanze wurde erst vor kurzem zugelassen. Bei Gentechnik haben wir ein sehr kompliziertes Zulassungsverfahren, was dazu geführt hat, dass wir in Europa ja in den Supermärkten so gut wie keine Gentechnik haben. Und wir haben die Wahlfreiheit der Verbraucher. Das sieht in den USA gänzlich anders aus, weil in den USA es keine gesonderte Kennzeichnung für Gentechnik gibt. Und in den USA die Gentechnik normaler Standard zum Beispiel in der Landwirtschaft geworden ist. Das unterscheidet uns ganz stark. Amerikanische Verbraucher haben keine Wahlmöglichkeit. Laut Schätzungen enthalten 60% der Lebensmittel in US-Supermärkten gentechnisch veränderte Bestandteile. Die Zulassungsregeln dafür sind recht simpel. Alle Gutachten gründen auf einem Gesetz aus dem Jahr 1986. Dies besagt, dass Lebensmittel aus gentechnisch veränderten Organismen substanziell gleich sind wie natürlich hergestellte Lebensmittel. Das ist schon eine verrückte Feststellung. Aber es ist noch verrückter, dass jetzt, 30 Jahre später, ein Land wie die USA, das den Anspruch hat, sich auf solide Wissenschaft zu verlassen, Erkenntnisse nutzt, die 30 Jahre alt sind, um diese Entscheidungen zu treffen. Die Behörden haben bislang jeden Antrag auf Zulassung gentechnisch veränderter Organismen bewilligt, basierend auf der Annahme, dass es am Ende das gleiche Produkt ist. Karen Hansen-Kuhn ist bei ihren Recherchen auch auf ein Schreiben des mächtigen US Grains Council gestoßen. Der Verband vertritt die Interessen der Saatguthersteller und drängt die US-Regierung darauf, dass im TTIP die Regeln für die Zulassung dem US-Standard angeglichen werden. Sie wollen diese Restriktionen für gentechnisch veränderte Organismen abschaffen, denn sie verstehen sie als technische Handelshemmnisse, unwissenschaftlich und nur dazu da, die Produzenten in Europa zu schützen. Sie berufen sich auf wissenschaftliche Beweise für die Sicherheit dieser Substanzen. Zusammen mit anderen Industrieverbänden wollen sie jetzt einen Marktzugang bekommen. Weil die Akzeptanz groß ist, werden auf amerikanischen Feldern zu 80% Genmais und Gensoja angebaut. Aber mittlerweile gibt es ein Problem damit. Die Forschungszentrale von Monsanto in St. Louis. Der globale Saatgutkonzern hatte vor einigen Jahren Genmais und Gensoja entwickelt und unter dem Handelsnamen Roundup Ready auf den Markt gebracht. Dafür wurden den Pflanzen Gene eingeschleust, die sie resistent gegen das Herbizid Glyphosat machen. Dieses Pflanzengift wird als Roundup, ebenfalls von Monsanto, verkauft. Ein Package-Deal. Unterwegs in Illinois. Schon in wenigen Monaten werden hier kilometerweit Sojafelder stehen. Auch auf den Feldern von Wendel Lutz. Mehrere Jahre baute er Gensoja der Marke Roundup Ready von Monsanto an.
Er hoffte so, das Unkraut auf seinen Feldern in Schach halten und die Pflanzengifte leichter einsetzen zu können. Denn die Sojapflanzen wären davon nicht betroffen. Er dachte nur, das Unkraut würde eingehen. Für Landwirte eine äußerst praktische Sache. Sie haben uns qualitativ hochwertige Feldfrüchte versprochen. Von höheren Erträgen war nicht die Rede. Aber sie haben gesagt, dass wir keine Ausfälle befürchten müssten und dass wir saubere Felder bekämen und dadurch höhere Erträge. Sie nannten es Roundup Ready. Es war ein Konzept. Du kaufst das Saatgut und das Herbizid dazu. Saatgut und Herbizid aufeinander abgestimmt. Für den Farmer eine komfortable Lösung des Unkrautproblems. Und für Monsanto ein gutes Geschäft. In den Boomjahren verdiente der Konzern 40% seiner Einkünfte mit dem Herbizid. Anfangs war Wendel Lutz begeistert von der Wirkung des Pflanzengiftes. Zuvor konnte er nur an bestimmten Tagen spritzen, auf bestimmte Stellen. Er musste die Blüte seiner Sojapflanzen aussparen. Auf all das musste er mit den gentechnisch veränderten Roundup-Ready-Pflanzen und dem dazugehörigen Glyphosat nicht mehr achten. Dieses Glyphosat konntest du spritzen, wenn das Unkraut so hoch war. Wenn du wolltest, konntest du bis zur Samenreife warten. Dabei ist sehr effektiv und hat alles abgetötet. Du musstest dir keine Sorgen machen. Du konntest es heute oder morgen anwenden oder bei Regen. Du konntest in den Urlaub fahren. Du warst frei, wenn du wusstest, dass du jederzeit alles unter Kontrolle hast. Einfacher geht's nicht. Seit es gentechnisch veränderte Pflanzen gibt, hat sich die eingesetzte Menge dieses Pflanzengifts in den USA zwischen 1996 und 2012 verzehnfacht. Aber die Unkräuter sind nicht zurückgegangen. Im Gegenteil. Sie sind stärker als zuvor. Letztes Jahr hat es da nicht mehr so gut funktioniert. Nicht mal mit einer Mischung verschiedener Chemikalien. Ich konnte die Ausbreitung der Unkräuter nicht unter Kontrolle halten. Es ist mir nicht gelungen, sie im frühen Stadium abzutöten. Das nenne ich Superweed, ein super Unkraut. Es will einfach nicht absterben. Superweeds, super Unkräuter, wie in einem Horrorfilm. Der Agrarwissenschaftler Jason Northworthy von der Universität Arkansas erforscht die Ursache der herbizidresistenten Superweeds. Vor der Einführung der Gentechnik galt der Wirkstoff Glyphosat als universelle Wunderwaffe gegen Wildwuchs auf den Äckern. Wie Penicillin gegen Keime. Und jetzt, wo er wirkungslos ist? Die Roundup-Ready-Pflanzen wurden genetisch so verändert, dass sie resistent gegen Glyphosat sind. Viele von uns suchen nach einfachen Lösungen. Und einfache Lösungen können manchmal zu Problemen führen. Das ist hier passiert. Wir haben ein einziges Herbizid auf zig Millionen Hektar eingesetzt und uns unglücklicherweise auf dieses eine Hilfsmittel verlassen. Jetzt haben wir glyphosatresistente Unkräuter fast überall in den USA. Es dauert 15 Jahre, um ein Pflanzengift zu entwickeln. Je mehr Unkraut durch den intensiven Einsatz von Glyphosat resistent ist, desto schwieriger ist es, das Problem in den Griff zu bekommen. Was jetzt beginnt, ist ein Wettlauf mit der Zeit. Denn resistente Unkräuter werden sich in den USA immer weiter ausbreiten. Die Landwirtschaft der USA ist bedroht. Weil wir jedes Jahr Herbizide wegen der Resistenzen verlieren, suchen wir jetzt verzweifelt nach neuen Hilfsmitteln. Wenn wir diese nicht finden, werden wir an einen Punkt gelangen, wo es mehr herbizidresistente Unkräuter als Gegenmittel gibt. Irgendwann wird es dann keine Möglichkeit mehr geben, diese Unkräuter auszumerzen. Jedes Jahr tauchen in den Laboren neue Unkräuter auf, die resistent sind. Manche von ihnen sind bereits gegen mehrere Pflanzengifte resistent und kaum zu stoppen. Superweeds. Manche dieser Unkräuter werden Superweeds genannt, weil es Pflanzen wie zum Beispiel den Palmer Fuchsschwanz gibt, der 6 bis 7 Zentimeter am Tag wächst. Es ist gruselig, wenn man ein Feld sieht, das dann wegen der Herbizidresistenz völlig aufgegeben werden musste.
Der Palmer Fuchsschwanz verstreut 1 Million Samen pro Pflanze. Das Unkraut wird bis zu 3 Meter hoch. Es lässt sich von kaum einem Pflanzengift mehr bändigen. Wenn wir diesen Palmer Fuchsschwanz hier bekommen, dann können wir Landwirtschaft nicht mehr betreiben wie zuvor. Denn dieses Kraut kommt direkt aus der Hölle. Superweeds. Unkraut, das aus der Hölle kommt. Etwa 25 Millionen Hektar in den USA sind bereits betroffen. Jedes Jahr werden es mehr. Ganze Landstriche mussten aufgegeben werden, weil man glaubte, es mit gentechnisch veränderten Pflanzen leichter haben zu können und die Risiken zuvor nicht ausreichend getestet hat. US-Präsident Obama gab mit der EU-Spitze vor 1 Jahr den Startschuss. 300 Millionen US-Amerikaner und 500 Millionen EU-Bürger sollen eine Freihandelszone bilden, mit 800 Millionen Einwohnern die größte der Welt. Auf beiden Seiten des Atlantiks sollen durch den Wegfall von Zöllen und der Angleichung von Standards mehr Wachstum und mehr Wohlstand entstehen. Alle Verhandlungsunterlagen sind geheim. Auch dieses Papier der EU-Kommission, das die Teilnehmer der Vorbereitungstreffen auflistet, zu 95% Lobbyisten aus der Industrie. Die Verhandlungen verlaufen absolut undemokratisch. Das sagt der EU-Abgeordnete, der als parlamentarischer Berichterstatter die Verhandlungen beaufsichtigen soll. Weil geheim verhandelt wird, sieht Yannick Jadot die Kontrolle durch das EU-Parlament ausgehebelt. Selbst wenn wir mal ein Dokument bekommen, wird uns verboten, den Inhalt der Öffentlichkeit mitzuteilen. Die Bürger werden vollkommen ausgeschlossen von den Verhandlungen, die sich mit so vielem beschäftigen. Mit Gesundheitsfragen, Umwelt, Sozialstandards, öffentlichen Einrichtungen. Social rights, public services. In erster Linie soll die Wirtschaft profitieren. Neben Agrar-, Chemie- und Pharmaindustrie auch die Autohersteller. Milliarden lassen sich einsparen, wenn Zölle wegfallen und Außenspiegel oder Blinker standardisiert sind. Nach einer IFO-Studie profitieren auch die Arbeitnehmer. Um mehr als 1 Million könnte in den USA die Zahl der Beschäftigten in 10 Jahren steigen. In Großbritannien wären es 400.000 neue Arbeitsplätze, in Deutschland 180.000. Frankreich darf auf 100.000 hoffen. Einen negativen Effekt prognostiziert die Studie für Australien, Japan und Kanada, so die Modellrechnung. Die US-Agrarindustrie sieht sich bereits als Profiteur und freut sich auf den Tag, wenn die Importverbote für Genmais, Hormonfleisch und Chlorhühnchen endlich fallen. In einem Schreiben an die amerikanische Handelsdelegation rechnet allein der US-Geflügelverband mit 500 Millionen Dollar mehr Jahresumsatz. Verbraucherschützer in Europa sehen in dem Freihandelsabkommen ein Einfallstor für gentechnisch veränderte Nahrungsmittel und für Hormonfleisch aus den USA. Am liebsten ohne Kennzeichnungspflicht, die aus amerikanischer Sicht ein Handelshemmnis darstellt. Aufgrund des Investorenschutzes im Abkommen droht auf die EU-Staaten eine Klagewelle zuzurollen. Milliarden Entschädigungen könnten internationale Schiedsgerichte US-Konzernen zusprechen, wegen der härteren Verbraucher- und Umweltschutzgesetze in Europa. Alles auf Kosten der Steuerzahler. In Sachen Kultur sorgt man sich nicht nur in Frankreich, dass nationale Filmförderungen dem Abkommen zum Opfer fallen. Hollywood wäre in Europa Tür und Tor geöffnet. Das Todesurteil für viele europäische Filmproduktionen. Gewinner, der freie Handel, inoffiziell die multinationalen Konzerne. Freier Handel? Die meisten Kapitel dieses Abkommens werden mit Handel wohl gar nichts zu tun haben. Es geht um schleichende Liberalisierung durch die Hintertür.
Dabei wären die USA größter Gewinner. Um 13,4% könnte das Pro-Kopf-Einkommen innerhalb von 10 Jahren zunehmen. Großbritannien profitiert in der EU mit einem Plus von 9,7%, heißt es. Für Deutschland wären es 4,7% und Frankreich 2,6%. Doch die Zahlen täuschen. In Europa kommt auf Jahressicht nur ein Mini-Wachstum heraus. Auf der Verliererseite stehen neben Japan und Australien vor allem die ärmeren Länder in Südamerika und Afrika. Und Europa, Gewinner oder Verlierer? Gerade auf europäischer Seite steht so viel auf dem Spiel. Eure Standards sind besser. Auch euer Tierschutz ist beispielsweise stärker, euer Klimaschutz, euer Datenschutz im Internet. Ihr habt viel zu verlieren. Obwohl es seit Monaten Proteste gibt, die Inhalte des Abkommens offenzulegen, bleibt das meiste geheim. Nur wenige Details sind durchgesickert. Ist das angemessen? Wenn es um eine solch große Sache geht, die über 800 Millionen Menschen betrifft? Pia Eberhardt setzt ihre Recherchen weiter fort. Doch bei ihrer Detektivarbeit wird sie immer wieder ausgebremst. Langsam bekommen wir jetzt auch die ersten Protokolle und die sind zu einem sehr großen Anteil geschwärzt, teilweise so weit, dass man wirklich wenig das Dokument schlicht nicht verstehen kann. Jedes Gesetz in Europa, was solche Auswirkungen hat, wird zu verschiedenen Stadien öffentlich gemacht, öffentlich diskutiert. Wenn die Texte nicht vorliegen, gibt es keine Möglichkeit für die Öffentlichkeit, wirklich zu verstehen, was wird da verhandelt, was sind die Auswirkungen und wie finden wir das. Selbst wenn der Druck groß ist und Verhandlungsstrategien auf beiden Seiten Geheimhaltung erfordern, wenn Regierende ihre Bürger so sehr ausgrenzen und von Informationen fernhalten, ist Skepsis eine gesunde Antwort darauf. In dem Kampf um TTIP geht es deshalb längst nicht mehr nur um Verbraucherschutz, sondern um die Grundprinzipien unserer Demokratie. Wir sollten dafür einstehen, sie einfordern und verteidigen.